Närrischer Ausnahmezustand ist eine gern gebrauchte Umschreibung für den Fasching. Und sie trifft auch zu. Wie in Tribus Winkel, wo die Narren der Faschingsgilde bei ihrem Rummel allerlei Schabernack trieben. Das Hilfswerk in der Thermenhöhlger Mitte organisiert hier den Faschingsrummel in Tribus Winkel. Wir haben vorbereitet Fleischlaberln, Getränke, Spielsachen für die Kinder und wir machen dann auch die Verlosung mittags. Da spenden alle Vereine, bringen Tombolas, wir verkaufen Lose und das wird dann verlost. Ich freue mich, dass das für einen sozialen Zweck verwendet wird, der Heinertrag, der heute hier beim Faschingsrummel in Tribus Winkel am Kirchenplatz veranstaltet wird, dient für das Hilfswerk, also für einen guten Zweck. Und wir sind natürlich da, der Stadtrat Pablo und ich, um das zu unterstützen und ja, mit unserer Anwesenheit auch diese Veranstaltung einen hohen Stellenwert zu geben, dass uns das auch wichtig ist. Der Faschingsrummel ist für mich eine sehr wichtige Jahreszeit, wenn man das so bezeichnen darf, weil es ist wichtig, dass die Leute die Möglichkeit haben, sich sozusagen auszutoben und ganz einfach sich von einer lustigen Seite zeigen können. Das Besondere an Fasching für uns ist das, dass wir als Verein, literarischer Verein, gerne Humor haben und auch natürlich als Verein hier in Tribus Winkel auch gerne mitmachen, wie alle Vereine von Tribus Winkel, um unsere Einwohner hier etwas zu unterhalten. Heute ist ja schließlich Faschingsdienstag. Ne? Als was sind Sie verkleidet? Als Kasperl. Und wieso als Kasperl? Soll lustig sein heute am Faschingsdienstag. Nachdem ich die Ortsvorsteherin bin, ich auch heute der Kasperl. Als was sind Sie verkleidet? Ich bin der Schweinehirte von diesen drei Grazien. Diese vier, fünf Grazien. Weil mit dieser Knappheit jetzt dann mit dem Fleisch und mit den neuen, ne, muss man schauen, dass man selber züchten kann. Ne? Wir gehen schon das zweite Jahr so. Wir denken an unsere liebe Freundin Gabi, die verstorben ist und die hat uns diese Schweinchen, Hütchen und die Bänder genäht und darum machen wir das jedes Jahr ihr zum Gedenken. Was bieten Sie an Ihrem Stand an? Ja, Pro Tribus hat Linsen und Nudeln, die gehören traditionell dazu. Sind natürlich die besten weltweit, versteht sich. Werden in der Pfarre gekocht und wir haben einen Linsenwagen, mit dem wir es umtransportieren und da hinten ausschenken. Schmecken Ihnen die Linsen? Ja, natürlich. Als Ur-Tribus-Winklerin schmecken sie mir besonders gut. Was gefällt Ihnen am Fasching in Tribus-Winkel? Dass viele Vereine mitmachen und überhaupt, dass die Leute zusammenkommen und ein bisschen Spaß haben ein paar Stunden.